Kapitel 15 Schlacht gegen die Unendlichkeit. Eine weitere Woche verging, in der kaum etwas Besonderes geschah. Durchgehend trainierten Machete und Aurora im Bewusstsein, dass sie am Tag nach der Großaktion ihren nächsten Ligakampf haben würden. Außer dem Training geschah so gut wie nichts. Außer eines sehr verstörenden Ereignisses. Doch da nur Minuten zuvor ein heller Blitz das Land durchzuckte, beruhigte Aurora sich schnell und schob das Ereignis schlicht auf ein Plothole. Was geschehen war, war nämlich, dass es an ihrer Tür klopfte, nur etwa eine Minute nach dem Plothole, und als sie die Tür öffnete, stand dort kein Pokémon. Nur ein zerfetztes Stück Papier lag auf ihrer Fußmatte, ohne ein Zeichen seines Absenders. Verwirrt betrachtete Aurora den Text, um zu erkennen, dass zwischen dem Schmutz und den Einrissen Symbole ins Papier geschnitten oder geritzt waren. Sofort erkannte sie, dass es eine Nachricht war, geschrieben auf Altkasonisch. Derelio ini danio, ana ini anu, serandana danio irastre. Das letzte dieser Worte schien verzerrt. Natürlich entzifferte Aurora, die Altkasone schließlich beherrschte, sofort, was die Nachricht bedeutete. Körper ist nicht Seele, innen ist nicht außen. Stärker als die Seele ist nur es. Schnell erfuhr auch Machado von dem Brief und beide machten sich eine Weile Gedanken. Denn zwar war es recht sicher, dass der Brief nicht wahrlich an Aurora gerichtet war, doch irgendjemand hatte ihn für jemanden kreiert. Und weshalb waren die Worte nicht einfach normal geschrieben, sondern eingeritzt? Und natürlich an allererster Stelle, was bedeutete dieser Text? Doch ohne Ergebnisse verwarf Team Polar Navatra ihre Überlegungen schnell. Schon bald brach der Tag an, welchen die Ligaleitung zusammen mit drei vertrauten Teams schon so lange plante. Am Morgen des Donnerstages waren die Tore des Turms geschlossen. Viele Teams standen verwirrt vor dem Eingang, an welchem Team Fossil bereits wartete, im Gespräch mit Team Slash vertieft. Als Team Polar Navatra ankam, rief Amagaga Aurora und Machado sofort dazu. Kurz darauf begann Monagoras mit einer Ansprache. Also, ihr alle wollt in den Turm zum Trainieren, das wissen wir. Ihr fragt euch, weshalb ihr es nicht könnt. Zumindest hoffe ich das, denn niemand von euch sollte es wissen. Heute fordern wir von Team Slash, Team Nordica und Team Fossil euch alle auf, mit uns eine Großaktion zu beginnen. Alle Teams werden den Turm zurücklassen auf der Suche nach Epsilon, nah und fern. Es gehen immer zwei Teams zusammen, niemand verlässt die Hörweite anderer. Wir wollen sicher gehen, dass alle Unterstützer Epsilons, die sich unter uns verstecken, keine Chance haben, ihren Meister zu warnen. Epsilon kann nicht mit dieser gewagten Aktion rechnen, bei welcher der Turm beinahe unbewacht bleibt. Alleine Team Polar Navatra bleiben als Wachen zurück, da Auroras Kampf mit Epsilon sie zu einer sicheren Wette macht, was Vertrauen angeht. Und beide nötige Stärke bewiesen. Folgend zählt er eine Liste an Teams auf, welche sich zusammen auf die Suche nach dem Plot Echter, wie Aurora ihn nun nannte, machen sollten. Bald waren alle Teams verschwunden. Abgesehen von Team Slash, Team Fossil und natürlich Team Polar Navatra. Also gut, ihr beiden. Ich werde den Turm, sobald ihr drin seid, wieder abschließen, aus Sicherheitsgründen. Ihr findet in der Kantine Verpflegung, die für den Tag mehr als genügen wird. Ansonsten macht einfach nichts kaputt und achtet auf den Reaktor. Eine Frage noch. Ich möchte nicht unhöflich wirken, aber weshalb war das Team Nordica nicht anwesend, wo sie doch bereits betraut waren? Monagoras antwortete sofort. Sie sind bereits vorher losgezogen. Sie sind das stärkste und vertrauenswürdigste Team. Selbst wenn jemand Epsilon Bescheid gibt, hatten sie bereits eine Chance, ihn zu finden. Als Antwort nickte Machado bloß. Amagaga schloss die Tür zum großen Turm auf. Um 18 Uhr kehren wir zurück. Langweilt euch nur nicht zu sehr bis dahin.
Rund 3 Stunden später saßen Aurora und Machado auf einer der Trainingsebenen. Machado gerade am Essen, während Aurora bereits jetzt Amagagas letzter Aufforderung deutlichen Widerstand leistete. Es ist so unglaublich langweilig hier. Ich dachte nicht, dass es so schlimm wird. Wieso haben wir uns hier nur drauf eingelassen? Ihr Teampartner hingegen wirkte deutlich entspannter. Ein Tag ohne große Action ist doch auch einmal etwas Gutes. Und wir können ungestört trainieren. Trotzdem hätten wir mitsuchen können. Wieso brauchen wir eine Wache? Der Turm ist ohnehin abgeschlossen. Glaubt Amagaga wirklich, dass irgendjemand versucht einzubrechen? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Komm Aurora, lass uns doch einmal zur Ebene 38 oder so gehen. Auf einem echten Rangkampffeld wirkt das Training noch einmal realer. Denkst du nicht? Wenig begeistert erhob sich das Vulnona. Meinetwegen. Also, ab geht's. Ganz diesem Plan folgend, trainierten beide die nächste Stunde lang auf Ebene 38. Machados Plan ging tatsächlich auf. Auroras Langeweile schien völlig verschwunden, als sie weiterkämpfte. Doch auch Machado war sehr motiviert, das derzeitige Duell zu gewinnen. Dann pass mal auf. Auf diese neue Technik bist du nicht vorbereitet, Aurora. Ach, denkst du? Dann zeig mir, was du kannst. Kaum hatte sie ausgesprochen, erschien ein großes, schattiges Loch in der Mitte der Arena. Beinahe wirkte es wie ein Portal. Was ist das? Die Technik könnte wirklich stark sein, wenn sie etwas bringt. Als sie jedoch Machados verwirrten Blick sah, wurde ihr kalt. Das ist nicht meine Technik. Im selben Moment entsprang ein Wesen aus dem schattigen Portal in der Mitte des Raumes und blickte sich verwirrt um. Aurora und Machado erkannten das Wesen beide. Endynalos, verschwinde hier! Der massive Drache schwebte nun im Raum, größentechnisch beiden seiner Gegner stark überlegen. Nur da die Kampfseele derart riesig waren, hatte er mehr als genug Platz. Machado, Aurora, weshalb seid ihr beiden hier? Mir wurde gesagt, dass niemand anwesend sein würde. Dieser Turm sollte unbewacht sein. Sollte er? Wer hat dir das gesagt? Endynalos leuchtete auf. Meister Epsilon, natürlich. Denkt ihr wirklich, er wüsste nicht über eure Pläne Bescheid? Epsilon wusste von der Suchaktion. Aber dann war sie dazu vorherbestimmt zu scheitern. Nicht nur das, er sah sogar eine Chance für seine eigenen Ziele. Er sah, dass der Turm der Liga, welcher den Reaktor hielt, der derzeit die Lebensversicherung Kiratowns war, unbewacht war. Oder eben beinahe. Aber eure Präsenz ist irrelevant. Dann werde ich euch eben ausschalten, bevor ich mir den Reaktor vorknöpfe. Ein Kampfschrei ertönte, als schattige Orbs begannen Endynalos zu umkreisen. Was hier geschah, war nicht, was Aurora sich von diesem Tag erhofft hatte. Und in diesen Sekunden dämmerte ihr erst die wahre Bedeutung der Dinge. Sie und Machado mussten nun alleine Endynalos besiegen. Sie waren das Einzige, was vor der endgültigen Zerstörung Kiratowns lag. Doch Aurora wagte es beinahe, sich Hoffnung zu machen. Endynalos war ein Gleichgestellter zu Machado gewesen, zumindest ihres Wissens nach. Dies musste heißen, dass beide identische Stärke besaßen, oder nicht? Der angesprochene Schatten sprang in diesem Moment neben ihr aus dem Boden, als wenn er ihre Gedanken lesen könnte. Gib dein Bestes, Aurora. Endynalos ist der stärkste Anhänger Epsilons und Teil der Plot-Elite. Danke, Machado. Ich war schon kurz davor, mir Hoffnung zu machen. Trotz ihres zynischen Kommentares war sie fokussiert genug, um den ersten Endynalos-Orbs auszuweichen. Pass auf seine Giftangriffe aus und versuche deine Eisangriffe auszunutzen. Giftangriffe? Dieser Psycho ist ein Gifttyp? Und ein Drache, ja. Na super. Mit dem Gespräch nun vorbei, sprang Aurora mit einem riesigen Satz über Endynalos hinüber. Einerseits um ihn zu verwirren, andererseits um Abstand zwischen sich und Machado zu bringen und damit keine einfache Angriffsfläche zu bieten. Allerdings zeigte der Drachenkönig, dass
auch eine Aufteilung in die Fläche bat, welche er benötigte, als eine Magieflamme, als eine Art Schockwelle von ihm ausging und sich im Raum verteilte. Es gelang Aurora gerade noch, einen Eiswall vor sich zu kreieren, der zwar dahinschmolz, aber zumindest die Kraft, welche Aurora selbst traf, minderte. Mashadow war auf der anderen Seite des Kampffelds in die Schatten getaucht und so entkommen. Erneut bildeten sich Orbs, dieses Mal leuchteten sie jedoch in verschiedenen Farben. Als Aurora dies erblickte, kam ihr eine Idee. Lilane, rote, hellblaue, rosafarbene, dunkelblaue und gelbe Orbs schwebten dort. All dies waren Farben der verschiedensten Pokémon-Typen. Und genau deswegen schoss sie einen Eisstrahl ab, welchen Endynalos versuchte auszuweichen. Jedoch bemerkte er zu spät, dass es für ihn nicht einmal nötig war, da der Angriff nicht ihm galt. Stattdessen traf er einen rosafarbenen Orb, welcher in hellem Licht zersprang und seinen Beschwörer dabei verwundete. Ich wusste es! Mashadow, ziel auf die lilanen, rosafarbenen oder hellblauen Orbs! Es sind Pokémon-Typen, diese drei schaden Endynalos selber enorm! Wütend, dass sein Kampfsystem durchschaut wurde, erstrahlte ein Licht in Endynalos. Genesung? Wirklich? Ihr beiden seid Plagen. Geht mir aus dem Weg. Ein Portal erschien an der Decke, ähnlich wie jenes, welches den Drachen zunächst hergebracht hatte. Sofort stieg er hinauf. Er will zur Spitze. Aurora, hinterher. Ohne zu zögern sprang Mashadow ebenfalls in das Portal und Aurora folgte sofort. Sie fanden sich schnell auf Ebene 39 wieder. Ihr wollt mich weiterhin verfolgen. Ist euch diese Stadt so wichtig? Dann ist es eure eigene Schuld, dass ich euch vernichten muss. Mit einem lauten Brüllen erschienen weitere Orbs um Endynalos herum. Doch anders zuvor hatten diese alle eine graue Farbe. Was hilft euch euer Wissen jetzt, wo ihr Farben nicht mehr wahrnehmen könnt? Ein Blick durch den Raum zeigte Aurora, dass diese Aussage von Endynalos deutlich wörtlicher zu nehmen war, als sie erst gedacht hatte. Abgesehen von dem rotglühenden Drachen selber, hatte alles seine Farbe verloren und erstrahlte nur noch in unterschiedlichen Grautönen. Sofort kreierte Endynalos ein Schutzschild und feuerte weitere Angriffe auf Aurora und Mashadow ab. In der Hoffnung, die richtigen Orbs zu erwischen, griff Aurora einfach manche von ihnen an. Doch was sie nicht erwartet hatte, war, dass die Explosion ihres Orbs Endynalos nicht schadete. Im Gegenteil, er schien sich zu erholen. Heil, Orbs! Wollt ihr nun wirklich immer noch kämpfen? Nach einem Flammenwurf, welcher Mashadow streifte, da beide Mitglieder des Teams damit gerechnet hatten, dass er auf Aurora abgezielt wäre, schossen da all die Orbs los. Es waren viele mehr als beim vorigen Mal, deswegen schaffte Aurora es nicht, dem vorletzten auszuweichen. Er explodierte in einer Wand aus Flammen und traf sie kritisch. Bei ihrem Glück war es natürlich ein Feuerorb gewesen. Auch dem letzten Angriff konnte sie nicht mehr entgehen, durch den Rückstoß des ersten Angriffes. Doch wider aller Erwartungen entspannte sich ihre Muskulatur bei dem Treffer. Er schießt auch Hylops uns zu, Mashadow. Wenn wir herausfinden, wie wir sie auseinanderhalten können, können wir das nutzen. Mehrere Felsen verfehlten das Volnona nur um Zentimeter. Ihr werdet es aber nicht herausfinden. Ihr seid wie alle Sterblichen. Wenn ihr euch nicht auf eure Vision verlassen könnt, dann seid ihr nutzlos. Auch wenn es schmerzte, dies zuzugeben. Aurora sah die Wahrheit in seinen Worten. In einem Kampf, in welchem Farben ihre Waffe sein sollten, konnte sie ohne diese nur schwerlich auskommen. Doch anders als sie schien Mashadow bereits eine Idee zu haben, was sie nun tun könnten. Und erst durch seinen plötzlichen Angriff bemerkte sie einen kleinen Kristall, welcher an der Decke hing. Mashadows Hieb ließ Risse durch das Stück sprießen, bis er zerbarst. Und auf einmal kehrten all die Farben zurück. Spielverderber, aber gewinnen werdet ihr trotzdem nicht. Für einen Moment kehrte der Kampf in einen Normalzustand zurück. Beide Parteien hatten einen offenen Schlagabtausch, Angriff gegen Angriff. Und es wurde recht schnell klar, in einem solchen Schlagabtausch konnte Team Polana Vatra durchaus die Oberhand behalten. Zwar war Endynalos mächtig, doch auch er war groß und träge, weshalb es ihm deutlich schwerer als seinen Gegnern fiel, Angriffen auszuweichen. Nach wenigen Minuten kehrten die altbekannten Orbs wieder zurück.
Zwischen den bekannten Farben schwebten nun auch orangene Orbs, offensichtlich jene, die zur Heilung angedacht waren. Doch diese waren es nicht, die Aurora und Mashedo anvisierten. Jedoch wirbelten die Orbs nun wild um Endynalos herum, anders als zuvor, wo sie sehr ruhig standen. Blizzard war die Antwort hierauf. Aurora hatte 4 Heilorbs gezählt, jedoch 7, die Endynalos effektiv verwunden würden. Somit wäre es der Austausch wert. Und eine ganze Barrikade an Energie schlug nun auf Endynalos ein. Mit einem lauten Schrei ging er zu Boden. Haben wir es geschafft? Doch ein rotes Licht in Endynalos bremste ihre Freude. Dieses Mal hielt es deutlich länger an. Aurora vermutete, dass es dieses Mal direkt 2 Genesungen waren. Erneut erschien ein Portal in der Decke, welches Endynalos betrat, bevor Team Polar Navatra folgte.